Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in Staffel. Ich begrüße mit ganz viel Leidensaft. Heute gibt es mal, ich habe mir so ein bisschen, ich habe gesagt, ja, ich soll mal nicht immer dasselbe spielen, ich soll mal was anderes spielen. Also grundsätzlich mag ich natürlich sehr gerne Fizz und Talon spielen, deswegen wird es wahrscheinlich schon öfter geben. Aber ich habe mir gedacht, klar, wir sind hier in einer Demokratie und deswegen ist es okay. Ihr könnt Wünsche äußern, so funktioniert das hier bei mir. Oh, Leute, Sacramento noch moi. Deswegen habe ich mir gedacht, Leute, gibt es heute was ganz Bestimmtes. Und zwar, der Großartige, der Wunderbare, der Tolle, der Einzigartige, der Unterhaltsame, Midlane Böllerbus Javan. Ja, wir werden heute, ja also, sie hat jetzt, sie wird jetzt mit Dorans Ring und ein Daxil starten und hat schon zwei Stacks auf dem Daxil. Also, das ist quasi Hard Mode direkt, ja. Unser Plan ist, wir wollen richtig reinböllern. Also volle Möhre Adi. Ne, in der Mitte schön durchknallen. Wir haben hier den Super Turbo Impaler 1A483. Das ist die neue Version. Die ist jetzt gerade frisch raus. Ja, wie gesagt, sie in der Mitte wird jetzt super eklig werden. Vor allem, was auch so ein bisschen eklig ist, wenn ich sie anspringe und sie mich kettet. Das ist eklig. Ich möchte nämlich nicht unterdrückt werden. Freiheit für Schottland. Zack. Oh, das ging irgendwie voll schnell. Ja, also wir müssen gucken, wie wir das machen. Wir müssen, Leute, lasst uns klug sein. Sie hat jetzt einen Geldbonus, einen XP-Bonus, einen Alles-Bonus, einen Item-Vorteil, alles. Deswegen können wir nur gewinnen, indem wir richtig klug sind. Gehirn, Gehirn, Gehirn! So. Wir spielen gegen Vi mit Rage of Hail of Blades. Ist das worth? Hail of Blades, okay. Also, wichtig ist Javans Passiv. Ich erkläre euch ihn gerne, weil ihr wisst gar nicht, wer Javan ist wahrscheinlich, oder? Oh, das geht weit. Ich habe eine richtig lange Lanze, Leute. Okay, die hat jetzt Bock auf mich. Also, ich habe jetzt auch nur Flask angefangen, weil sie schon Kill hatte, weil sie wahrscheinlich Druck auf mich macht. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mit Flask angefangen. Das war quasi der Dill. Zap! So, guck mal, Flask reingemacht und sie brennt. Wir haben jetzt locker hier unten im den hier. Na, also, okay. Ja, irgendwas wollte ich sagen, aber hab's jetzt vergessen. Achso, die Pässe von Javan ist, er macht, wenn er mal zuschlägt, dann prügelt er richtig rein. Ich kann das auch. Hier, nimm das! War nicht getroffen, glaube ich. So, wir machen jetzt zweiten Punkt in die Queue. Oh, da kommt ein Gank. Das ist nicht verkehrt. Wer ist da gestorben eigentlich? Caitlyn ist Everdeen. Vielleicht kann ich eine Bait-Kombi. Ja, gar nicht so schlecht. Zap da! Die ist ignited. Sie ist ignited. Die stirbt. Da brauche ich nicht mehr. Lieber machen. Leute, wir haben eine Regel. Und die heißt, und die ist wirklich eine gute Regel. Lieber alles benutzen, als doch kein Kill. Na, nachher hättet ihr dann, ich weiß nicht, ob es noch gereicht hätte. Sah nochmal irgendwie knapp aus. Und, na, lieber immer, wahrscheinlich hatte sie auch kein Flash. Weil sie den am Anfang benutzt hat, um den Kill zu holen. Na, lieber alles benutzen. Weil ganz ehrlich, lass uns ehrlich sein. Das nächste Mal, wenn wir sie wirklich in Reichweite zum Killen haben, haben wir wahrscheinlich Flash schon wieder ready. Ne? Also, so. Da, guck mal. Und so haben wir unser Gehirn benutzt. Naja, also wir haben auch einen Gank bekommen. Wir sagen ihm das. Ne? Mission Liebe in League. Leute, das wird jetzt unsere Mission sein. Liebe in League. Ich werde unglaublich nett werden. Ich bin eh schon unglaublich nett, aber noch unglaublich netter. Ist das AD? Das sieht immer so aus. Good job, Mr. Zack. You did great there. Ja, genau das, Leute. Genau so funktioniert das. Liebe in League. Das ist das neue Format. So, gut. Selbst wenn mich jemand beleidigen wird, werde ich versuchen, das Beste rauszuholen. Also, gut. Wie sieht's aus? Sie hat einen Pullover gekauft, einen Tanktop. Aber ich bin der wahre Tanktop-Träger, auch wenn ich gerade keins trage. Die Frage ist, will ich sie fighten? Sie kann mich halt jederzeit anketten, das ist ein bisschen schwierig. Außerdem sind hier viele Minions, das ist ein bisschen schwierig. Außerdem... Na, was hat sie? Okay, das ist gar nicht so gut, weil ich sie nicht angreifen kann. Aber ich kann den hier machen. Bats! 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 Seht ihr, dieser Kreis, der ist durch meine Passive. Und nimm den! Zack! War ein okayischer Trade. War okayisch, Leute. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass ich eine Flask habe. Nimm das! Zack! Haha! So, das war ein Fein. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich... Ah, Kanone kriege. Ja, ist ein bisschen doof, aber... All over all, it's just not too bad. Oh, ja, 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 ich bin selber, ich bin... Wasni, schön! Es war beide gestorben. Schön, 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 schön. Gut, gut, schön, 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 schön. Na, kennt ihr die neue Hunderasse, der Chinchiller? So heißt sie doch, oder? Chinchiller. Ja, na, die machen auch die ganze Zeit so. Schön, schön, schön. Manchmal ein bisschen nervig, weil wenn die Essen haben und die da die ganze Zeit unten runden, unter und an deinen Füßen rumlaufen und die ganze Zeit schön, 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 schön. Na, nervig, aber jeder was halt möchte. Ich bin ja auch eher der Katzenfan, muss ich hier sagen.
Gut. Wir kaufen erstmal zuerst unser Mythic. Und zwar kaufen wir Draktarblade, beziehungsweise wir kaufen kein Draktarblade. Wer kauft denn so einen Scheiß? Wir kaufen Klinge des Ludolfs. Und zwar ist das... Wie sieht das aus? Wo ist denn die Klinge des... Hier. Klinge des Meuchlers. Klaus Meuchlers. Wird gebufft, haben wir, wissen wir. 5 AD mehr kommen drauf. Cool, cool, cool. Ja, und das werden wir kaufen. Ja, Jarvan hat echt gute... Also seine Q hat übrigens Armor Penetration. Beziehungsweise nicht... Also er reduziert die Rüstung damit. Die E ist einfach nur eine Flagge. Gibt aber auch Angriffstempo. Und die Ultimate schallert. Scale die mit der D. Oh, die scale mit der D. Ich glaube, das war nicht immer so. Ja, das Problem ist, wie zuvor auch, ich will eigentlich nicht engagen. Weil erstmal sind viele Minions da. Und wenn ich engage, ist das Problem... Das, okay, jetzt könnte ich engage, so ein bisschen. Das Problem ist aber ganz klar auf der Hand. Ich mache die Kanone weg und dann engage. Oder so. Zack. Ah, schade. Na. Ja, spring ich an. Komm, spring ich an. Naja, das Problem ist einfach, sie kettet mich fest und dann stehe ich da die ganze Zeit und krieg den. Wir machen eine Roam-Compilation auf die Botlane. Da sehe ich mich. Einmal Minions am Spieß. Zack, aufgespießt. Und jetzt geht's ab auf die Botlane. Na, das sieht sehr, sehr gut aus. Naja, also, es sieht okay gut aus. Problem ist, LeBlanc fehlt auch. Sie ist hier im Fluss, Leute. Ja. Ist aber kein Problem, ich bin nämlich Tankman. Guck mal, sie denkt jetzt, ja, geiler Trade, ich gehe einfach nach unten. Tu ich doch nicht, ha! Ja, okay, ein Auto-Check, okay, ich bin tot, glaube ich. Naja, gehen Sie bitte fort, gehen Sie bitte, sie ist locker noch da, ja. Okay, vielleicht gehen wir jetzt doch einfach Botlane. Oder wir machen hier eine Bait-Compilation mit Sack. Ja, oder ich esse einfach ein paar Ananas-Melonen. Und jetzt natürlich Jhin. Wie wäre das? Wäre das? Ah, ich weiß nicht, irgendwie... Ja, LeBlanc ist ein Hardcounter für mich irgendwie, weil, ne, die Kette ist die Kette, Leute. Schwieriges Thema hier. Okay, dann fahren wir einfach erstmal. Vielleicht könnten wir auch einen Hexschminker kaufen, aber habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Hier, nimm das. Und jetzt! Naja, okay. Oh, da kommt der Gang. Ich habe aber noch nichts. Ich habe nichts. Vor allem kann sie auch einfach aus meiner Ultimate rausspringen. Das sagt ja auch richtig hart. Lol, die Blobs sehen ja crazy aus. Na, wenn ich sie ulte. Das heißt, meine Ult wird niemals sein, um sie zu fesseln, sondern um einfach um sie zu böllern. Na, wir machen. Jetzt machen wir mal ein Engage, Leute. Ha! That's! Sie brennt, Leute, sie brennt. Wenn sie noch einmal herkommt, kriegt sie geschallert. Sie kriegt geschallert, oder die? Ich wäre auch Bock auf sie. Ich hätte eine Bockkanone. Bockkanone! Heiß! Oh, easy. Nice. Bär, habe ich auch einen Kill bekommen? Ich glaube schon, oder? Das hier ist Männermut hier, Leute. Mit einem AP den Tower hauen. Wir müssen wieder Liegigkeit auf Netz sein. Ich würde noch ein bisschen pushen. Was soll schon passieren, Leute? Was soll schon passieren? Okay, Toplane fehlt. Eine Rumble könnte reichen. Mr. Greenman. I love you. Ist das zu früh dafür oder ist es okay? Genau ins Feuer gebläst. Ich wollte gerade noch W drücken, aber ganz ehrlich, ich glaube, das hätte doch. Ja, vielleicht. Ah, shit. 15, 5, vielleicht hätte es gereicht. 75, ja, ich weiß nicht, wäre knapp gewesen. Ja, it was, Leute, wir sind nett, it was my bad. And only mine. Ich habe ihm jetzt halt das ganze Geld gegeben, was ich, also ich weiß nicht, ob ich Geld wert war, schon, oder? Gut, ja, war ein bisschen doof, aber Leute, auch ich mache doofe Dinge. Scheißenkleister, Leute. Oh, lecker. Übrigens, Leute, ich werde auf meinem Discord, falls die Leute, die an meinem Stream interessiert sind, ja, ich werde auf meinem Discord dann jetzt, ab jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr mit festen Streamzeiten arbeiten. Das heißt, ich werde euch sagen, wann ich streame. Voraussichtlich eher morgen. Wobei, nächste Woche kann ich jetzt schon mal anspoilern. Ja, ich meine, werde ich wahrscheinlich WoW streamen. No? Klar, WoW ist halt, da hat nicht jeder Bock drauf. Aber ich habe halt Bock drauf und das ist auch wichtig. Und das neue Addon kommt raus und deswegen werde ich wahrscheinlich WoW spielen. Nicht direkt, wenn es rauskommt, aber... Also nicht direkt so die Nacht durch, weil mein Rhythmus ist mir wichtiger als ein bisschen leveln. Aber, naja, am nächsten Morgen dann. So, Leute. Ich gebe ihr jetzt mal ein bisschen Damage mit. Ich zeige jetzt mal, was geht. Sie hat einen Armguard, das nervt, aber... Passt auf, wir müssen die predicten, wo sie steht. Da! Nabat! Snikosch! Ja, ist nicht schlecht. Oh, okay, Leute. Mr. Segman! Ja, das ist gar nicht so schlecht. Laterne, Sonne, Mond, Sterne. Okay, das war sehr gut. Jetzt noch laufen. Sehr schön. Komm, spring nochmal. Ich hab die Spießkanone. Sie springt da gleich rein in die Spießkanone. Sie springt da gleich rein. Sie hat Bock, aber jetzt reicht's nicht mehr, oder? Ich hab auch noch ein Schild. Hier, nimm das. Ich brauche
Ja, okay, sieht gut, sieht gut wie mein Kuttenstein aus. Okay, der kommt hier noch ein Zack-Gank oder was? Ja, ich weiß nicht. Ich hätte Bock, aber potenziell sterbe ich, aber egal. Männermut! Wow! Okay. Na gut. Okay, 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 okay. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die sagen, Tobi, du schreist zu viel. Und ja, ist so, Leute. Ist halt so. Ist das meine Charaktereigenschaft? Das will ich auch in meine Bewerbung mit reinschreiben. Das ist halt so. Ah! Na, okay, ich bin tot. Ja, akzeptiere ich. So, wir haben jetzt Klinge des Ludolfs fertig. Sehr schön. Hier müssen wir natürlich gucken. Die erhöht unseren Schaden um 15%. Und jetzt hier wird hier geschrieben, 9-mal LeBlanc, please troll. Naja, also dass sie trollt, würde ich nicht sagen. Ich bin einfach der bessere Spieler. Ist ja kein... No. Pass auf, wir sind League of Nettigkeit. Wir nehmen sie jetzt in Schutz. No. She did well. Just unlucky game. Just unlucky. Ne? Wir sind nett. Wir nehmen sogar den Gegner in Schutz. So unglaublich nett sind wir. Und jetzt kriege ich Newton LeBlanc. Win-win. So einfach funktioniert das Spiel. Gut. Also wir haben Klinge des Meuchlers. Klinge des Meuchlers macht, dass wir den Gegner zuspringen. Und erhöht unseren Schaden. Wir werden da wahrscheinlich erst... Also optimal wäre es, wenn wir erst das machen, aber das ist unwahrscheinlich, weil das weniger Range hat als unsere EQ. Das bedeutet, wir werden sehr wahrscheinlich EQ machen, Klinge des Meuchlers, Ultimate, Auto-Tank. Und Feuer! Was, ich habe nicht getroffen? Jetzt Klinge des Meuchlers und Ultimate, 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 Schwumpfbatz! Okay, ich habe geintet. Warum? Mann, ey, aber ohne Witz, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, dieses ganze Festketten, das ist doch völliger Quatsch. Dafür, dass ich sie in Schutz genommen habe, hätte sie mich auch mal ein bisschen ruhiger rannehmen können. Also, okay, Botlane hat Probleme, Toplane hat Probleme. Ich muss jetzt irgendwas machen, Leute. Der pinkt da sein Daxil, Leute. Als ob er jetzt verloren hat, weil er jetzt da... Ich meine, er stand vorher schon 0-2. Leute, 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 ihr dürft doch nicht alle sterben jetzt. Hallo. Hallo. Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ins Zeug legen, weil die verlieren gerade alle überall. Ja, wie gesagt, LeBlanc, schwieriges Thema. Ich würde sagen, wir versuchen sie ein bisschen zu meiden. Ne, weil... Also es ist möglich und es war knapp gerade, weil hätte ich meine Q noch durchgekriegt, dann hätte das auch fast gereicht. Aber sie macht die ganze Zeit diese Unsichtbarkeit und ist Festketten mega nervig. Mega, mega, mega nervig. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich Botlane roam oder so. Gehen wir jetzt auch straight runter. Straight. Very straight. Ich habe leider noch keine Ultimate, aber wir haben wieder Klinge ready. Die haben viel Leben. Ah, viel zu früh. Ich meine, okay, er beschützt den Turm, aber viel zu früh. Ich meine, so jemandem kann man gar nicht helfen. Wie soll man jemandem helfen, der so spielt? Was soll man da machen? Das war ja bei far nicht gut. Die Frage ist, hier ist leider wahrscheinlich ein Ward irgendwo. Midlane schwierig. Oh, das wird auf jeden Fall... What the fuck killed me? Ja, ja, also nee, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen, Leute. Das war halt wirklich maximale Dummheit. Also okay, wir versuchen... ja, Farm ist natürlich auch wichtig. Das wird jetzt echt schwierig. Vielleicht können wir Toplane ein bisschen was machen. Rumble ist ein bisschen Geld wert. Scheiße, die habe ich nicht gekriegt. Ein bisschen Geld. Ich würde sagen, wir... Oder? Naja, sie hat halt diesen Arm. Was ist denn das hier? Ach, Armschutz. Armgas. Vielleicht können wir sie ein bisschen poken einfach. Hier. Poke! Na, okay. Das hat nicht gereicht. Okay, da kommt ein Gank. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Allerdings, ja. Fucking hell. Und ich bin schon wieder. Ja, Leute. Das war's. Obwohl, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich hab noch einen Flashbot. Da ist die. Die LeBlanc. Ich hab noch ein Schild. Ich hab noch ein Schild. Oh, was? Das hat nicht geklappt. Wirklich nicht? Oh, Leute. Nö. Ist es das Karma, dass ich zu nett war und deswegen jetzt dafür bezahlen muss? Oh, das war immerhin eine Caitlyn Ult. Ich muss irgendwie die LeBlanc meiden. Das ist ein Problem für mich, Leute. Das ist a very big problem. Ne? What a dumb champ. Sad Timo. Ja, also Toplane hat auf jeden Fall ein riesiges Problem. Timo ist natürlich auch überhaupt nicht gut gegen Rumble, weil Timo will natürlich Leute blinden und Rumble interessiert das halt überhaupt nicht. Und er hat auch dieses, oh, dieses Itemset, das übelste Burn-Itemset. Er ist aber nicht tanky, vielleicht können wir ihn töten, wenn ich Ultimate habe, vorausgesetzt. Wir müssten ihn mal mit Zack zusammen töten und ich bin jetzt voll out of game, Leute. Wahrscheinlich ist Rumble hier irgendwo im Jungle, wahrscheinlich macht er Gromp oder so. Botlane müssen wir auch ganken, kacke, ich war voll stark und jetzt bin ich voll madig, ey, toll. Da ist Rumble. Vielleicht können wir den catchen zusammen. Aber unwahrscheinlich. Ich habe auch keine Ultimate. Aber ich komme mal vorbei. Das müssen wir jetzt machen. Der ist viel Geld wert, Leute. Ich brauche das Geld. Damit können wir eine Carry-Compilation starten. Guck mal, er ist auch am Disrespecten. Aber er hat wahrscheinlich A hier gewardet. Und B immer noch cool auf Ult. Könnte da sein, dass er wiederkommt. Weil ich jetzt gesehen habe, dass ich weggegangen bin. Hat er jetzt gesehen, meine ich. Hm.
Schwierig, 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 schwierig. Vielleicht auch Botlane-Gang. Das Problem ist, dass wir halt gerade irgendwie nur Losing Lanes haben. Meine so ein bisschen mit inbegriffen. Ich meine, Vi ist viel da, aber um fair zu sein, ist ja Zac auch viel da. Das hier ist nur ein Erdrache. Ist jetzt nicht zu schlimm, aber... Ja, ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ja, doch. Zu Wasli! Kann man da noch was machen? Vielleicht da auf den da. Ja, ich habe nur ignited, aber... Also ich habe ein bisschen was gemacht. Haben wir den Drachen bekommen? Leider nicht. Und ich glaube, wir verlieren... Na, wobei... Wer ist das? Caitlyn ist auch noch da. Caitlyn ist Everdeen. Mach einen Caitlyn-Schuss. Das reicht nicht. Mach noch was. Mach die 6-Sperrwurfkanone. Ja, schade, Marmelade. Harald wurde irgendwo gespawnt. Wo wurde Harald gespawnt? Hä, wo ist denn Harald? Ach, der wurde gemacht nur. Ja, das ist jetzt schlecht, Leute. Okay, wir müssen mehr Damage kaufen auf jeden Fall. Ich würde sagen, nee, lieber mehr Damage. Wichtiger als CD. Die Frage ist auch, was wir jetzt kaufen an Items. Das ist eine große Frage. Ich glaube, der Sammler wäre cool. Der Sammler, der Collector, irgendwie so heißt der. Das wäre dieses Item hier. Weil das hat AD, Tödlichkeit und Crit. Ist nett. Das sind alles coole Sachen. Ne? Würde sagen, würde ich empfehlen. Müssen aber auch gucken, dass wir ein bisschen mehr CDR bekommen, weil das ist schon sehr wenig gerade. Können wir den töten? Vielleicht. Oh, das reicht nicht. Komm schon. Ah. Ich bräuchte auf jeden Fall Ultimate. Vorher geht da gar nichts. Janisch geht da. Nein! Oh Gott, ich hab... Okay, sie ist gestorben. An irgendwas ist sie gestorben. An Altersschwäche, glaube ich. Okay, jetzt habe ich Ultimate. Jetzt hätte ich Bock, Leute. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock. Die können wir auf jeden Fall töten. Ja, Leute, 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 Leute. Ich bin halt auch sehr weich. Ich bin Mr. Weichmann. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, nicht die echte. Weichmann-Sprung! Oh, was? Tötet sie. Ja, ist okay. Ist okay. Hier ist ein richtiges Gemetzel, Leute. Ich bin zwar nicht der Turbo-Carry gerade, aber das ist... Das hier nennt man Kämpfen. Das ist der Wille des Nordens. Wir brauchen mehr CDR. Ich möchte ein bisschen mehr zaubern können. Wir können natürlich CDR-Schuhe kaufen. Vielleicht wäre das ein guter Deal. Wobei Macris auch nicht so schlecht werden gegen die. Aber wer mehr springt, der hat auch... Wird nicht so oft festgehalten. 15 Fähigkeitstempo. Sehr gut. Und jetzt können wir... Ich glaube, das reicht auch. 35. Naja, ein bisschen wäre noch cool. Haben wir denn noch was mit ein bisschen... Angriffsschaden und Fähigkeitstempo. Da da di, da da da. Black Cleaver vielleicht. Wie wär's mit Death's Dance? Du erleidest, wenn du an einem bist, wird der von Schmerzgrenze absorbiert. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das könnte was werden. Hat auch ein bisschen Rüstung allerdings. Wobei, ich glaube, ein Hex hier. Wie wär's mit dem Hexschminker? Das wäre doch eine gute Idee, oder? So, wer ist Geld wert, Leute? Wir sind der Geldmann. Wir holen uns jetzt Mr. Rumble. Oh, schade, schon tot. Gut. Gut, 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 gut. Wir haben viele Tode. Akzeptieren wir, aber. Ja, wir haben auch ein weirdes Team. Wir haben Zac, Leute. Und Tanks sind broken. Das ist sehr gut. Und die haben zwar auch einen Tank, aber der baut nicht auf Tank. So, die könnte ich one-shotten, habe aber keine Ult. Okay. So, es kann sein, dass die hier kettet. Ja, macht sie. Da hinten ist eine Violence und eine Morjana. Muss ein bisschen aufpassen. Haben immer noch keine Ultimate. Und hier ist gerade eine klassische Sandwich-Situation, Leute. Swazni! Jetzt muss ich hier raus. Swazni. Let me out, let me. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe noch eine Q. Ja! Wazzy! Noch ein Wazzy? Ignite? Bis laut? Ein Q, ne? Ich brauche nur ein Q. Ein EQ? Hm, ja, da brauche ich gar nicht zurück. Schön! Schön, 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 schön. Schön, schön. Na, 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 na. Übrigens nicht zu Hause nachmachen, Leute. Adijavan kann mega lustig sein. Mega stark sein, aber... Kann auch mega Ende. Jungler Toxic mit Int Cause of Jungle of Fun. Int Cause of Jungle Fun. Ja, Leute. Mein Team wintet auch, aber ich flame ihn nicht. Pass auf, Message. My top is 1-4. But I don't flame him. Because we are one team. We fight together, we die together. Das ist der Sieg, der Siegeswille von Demacia. Jetzt nur nicht sterben, Leute. So meinte ich das nicht mit die Die Together. Nicht so wörtlich nehmen, Leute. Ja, Sacramento. Okay, wir gehen nochmal schnell Geld sammeln. Ein bisschen. Also die Frage ist, ich glaube, wir machen beide Items. Also dann habe ich keine AP, ne? Wir könnten halt sagen. Wir könnten sagen, dass wir. Jetzt sind die alle. Ja. Also, ich bin am überlegen, ob ich Hextrinker kaufe oder das Rüstungsitem oder beide. Also Death Dancer, der ist ja quasi der Death Dance für. Wir machen erstmal das Teil. Ich meine, die haben... Mann, ich weiß es nicht, Alter. Was soll ich kaufen?
Wo bin ich denn überhaupt da? Magic Damage, Magic Damage, Physical. Ich mach den Death Stance, Leute. Ich mach das Death Stance Item. Ich hätte das, ja, okay. Weil, naja, die haben halt auch einen richtig fetten Jhin da hinten. 7-1. Und, ja, LeBlanc und Morgana, die machen nicht zwingend Damage. Und Rumble greift mich auch nicht zwingend an. So. So, so, so. Wie viel kostet das? 1-2. Das Pointing ist jetzt, dass sie den dritten Drachen gleich machen. Und Caitlyn ist leider nicht ganz so geil. Wenn ich jetzt hier in den Jungle reinlaufe, ist das auch sehr selbstmörderisch. Ja. Das ist aber möglich hier. Ich sehe hier Möglichkeiten. Aber ich müsste Sekt drin haben. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach warten, weil wir sind in der Unterzahl. Ich kann eventuell Jhin One-Shot. Das mache ich jetzt noch, oder? Sehr gefährlich. Ich habe keine Vision. Ich würde noch ein bisschen warten. Vielleicht, die laufen jetzt alle nach unten. Und dann töte ich ihn, Leute. Ich töte ihn jetzt. Nö! Ich muss auf meine EQ warten. Was? Wieso hat das nicht geklappt? Wieso hat das nicht geklappt? Das war bestimmt das billige Ding vom Aldi. Oh Mann, ey. Deswegen, Leute, kauft immer die teure Lanze. Oh Mann. Und vor allem hätte ich hier mal lieber die Pickaxe genommen, anstatt die Kettenrüstung. Ich wollte auch eigentlich das nehmen. Also, nee, eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Also, ja, ey. Was will ich denn mit Rüstung? Ach, Leute, oh, Mensch. Oh, aber er ist voll... Warum hat der... Hier, das Item, Leute, das ist so stark. Das schildet einfach auch. Gibt Lauftempo, gibt alles, was man möchte. Broken, broken. Okay, Leute, wir müssen vielleicht ein bisschen Geld farmen. Wir haben echt wenig Items. Wir haben nur ein Item, legit. Eins nur. Okay, die meisten haben eins. Außer Rumble, der hat drei. Na gut. Also wir brauchen auf jeden Fall Geld, Leute. Geld, 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 Geld. Rumble ist da drüben. Ne, Vi ist da drüben. Das heißt, lass mal schnell ein bisschen Geld sammeln. Die sind eigentlich in der Mitte schon wieder am Fight. Ich würde überlegen, ob ich jetzt vielleicht doch noch eine mache und ob Rumble vielleicht hier drin ist. Ah, kein Wort mehr. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich gehe mal lieber zu denen, weil im Prinzip ist immer das, was man machen möchte, die falsche Entscheidung. Oh, die könnte ich, glaube ich. Batz! Sehr schön. Ich habe zwar einen Kill nicht bekommen, aber sie gebatzt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Damage. Mehr Lidality wäre gut, Leute. Bisschen mehr Lidality. Aber wir machen jetzt erstmal Death of Dancer fertig. Haben wir jetzt auch gleich. Dann haben wir schon mal gut Fähigkeitstempo. Ich glaube, Lethality wäre hier wichtiger gewesen als Fähigkeitstempo. Aber nun gut, ne? Was bringt einem Schaden, wenn man ihn nie ready hat? So. Go! Zack. Schön. Leute, ihr dürft jetzt nicht... Okay, ich vertraue darauf, dass die nicht sterben, weil ich kann eh nichts machen. Selbst wenn ich jetzt backe. Ich habe ohne Ultimate ist Jarvan echt kacke. Das heißt, ich vertraue darauf, dass sie nicht inten und mache ein bisschen Druck nirgendwo. Tschüss. Tschüss. Der wird jetzt seinen Ult machen und ich werde sterben. Der wird jetzt seinen Ult machen und ich werde sterben. Der wird jetzt seinen Ult machen und ich werde sterben. Warnung, Warnung, Warnung. Let me go, let me go, let me go. Minions, block, block, block. Feuer, Feuer. Heiß, heiß, heiß. Ah. Ja, okay. Aber ich habe ihn beschäftigt oder so ähnlich. Okay, Tanz des Todes. Endlich mein zweites Item. Und jetzt brauchen wir richtig viel Damage. Ich denke, wir kaufen jetzt bei Later 35% des erlittenen Normalstand über 3 Sekunden. Aber was doof ist an diesem Item, muss man ganz klar sagen, wir können uns nicht mehr mit dem Item heilen. Ne? Da ist kein Lifesteal mehr drauf. Das möchte ich, das ist, was ich euch sagen möchte. Kein Lifesteal mehr. Macht das Item natürlich balanced, mehr gebalanced. Ne? Vorher hast du dich halt einfach gegengeheilt und bist einfach nie gestorben. So, gut, aber was wir jetzt brauchen ist Lidality. Wir haben ja auch schon den Dolch. Wir kaufen vermutlich jetzt den Kollektor oder Schild, naja. Jomus ist auch kacke geworden. Ja, ich gehe mal vom Kollektor aus, vom Kollektor, gut. Okay, und ich muss mit Zack laufen. Zack ist 9-1-12, der ist Biggie Big Mac Biggenstein. Oh, nö. Katniss, don't go, Bot. Kann ich sie töten, die war ja alleine, meint ihr? Weiß ich nicht, sie ist 4-9, aber irgendwie ist sie ein Monster wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich weiß nicht. Ja, doch. Nee, 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 da muss ich. Da muss ich. Kann sein, dass Vi noch von kommt. Ja. Oh, das hat geklappt. Sehr gut. Kann sein, dass sie mich ultet. Wir versuchen sie zu töten. Wir warten nur auf unsere Komp nochmal. Zapni! Zapni, wo ist Zapni? Ja, okay, ich mache keinen Schaden mehr, Leute. Sehr, no damage ist sehr. Hat sie denn, warum? Ja, sie hat, weiß ich nicht, was sie hat. Leute,
Der Sieg. Aber man muss auch einfach akzeptieren, wenn der Gegner stärker ist. Und weil, ich meine, weiß ich nicht, sie war stärker als ich. Vielleicht liegt es an Hail of Blades. Vielleicht liegt es an Trinity. Wahrscheinlich liegt es an Trinity, dass sie den Proc die ganze Zeit bekommt. Ich meine, Zack ist eine Maschine. Komm, du kannst es schaffen. Ihr könnt es schaffen. Ich brauche mehr Schaden jetzt. Kein Geld. Ich muss farmen. Kein Geld. Kein Leben. Ich bin tot. Ich bin nur noch tot. Ich spiele Todessimulator. Aber besser 9-9 als hier unten. 5-8-1-7, ne? Also. Ich laufe jetzt nicht mehr alleine rum, Leute. Alleine ist schwierig. Ich werde mein Team unterstützen. Mit meiner Macht. Ich werde Zack unterstützen. Zack ist unglaublich strong. Unfehlbar strong, würde ich sagen. Komm. Ich bin da. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Klingels Molklass, Ultimate, B, Ignite, Q. Jetzt will ich sterben. Das ist der Ding. Hallo? Hallo? Wow. Wow. Okay, er ist 13-3, aber wow, schon wieder tot. Leute, ich war keine 20 Sekunden am Leben. Toll. Na gut, dann kann ich meinen Tee trinken. Ich hab doch Death Stance, warum? Mach doch was. Wenn du an einem Triple Kill beteiligt bist, wird der verbleibende Schaden von Schmerzgrenze absorbiert. Das heißt, er verschwindet komplett. Das heißt absorbieren, oder? Du hältst 2 Sekunden lang 30 Lauftempo und wirst über die Dauer um 156 Leben geheilt. 156. 156 ist ja gar nichts. 156. Gut, der Drache ist der letzte, glaube ich. Ja, das ist nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil. Okay. Zack ist leider auch tot jetzt. Boss ist down. Ja, also. Er schießt nochmal. Oh, der Damage kam nicht durch. Ich werde. Also. Es tut mir echt leid für Zack, dass wir das hier verlieren. Aber es lag auch nicht nur an mir, Leute. Unsere Botlane ist auch echt nicht geil. Aber ich habe auch bin ein bisschen gestorben, muss man sagen. Aber ich werde nicht aufgeben. Aufgegeben wird hier nicht. Kann ich die nicht einfach ulten? Und dann gehe ich hier raus. Tschüss. Und dann gehe ich da wieder rein. Und dann mache ich so. Und dann outplay ich sie. Und jetzt laufe ich weg. Jetzt laufe ich weg. Und jetzt mache ich so. Dann dodge ich das. Und dann laufe ich hier rüber und dann crittet er mich mit 2K True Damage. Was? Hä, das... Nee, irgendwas ist hier... Ich wurde so hart gekrittet, dass das nicht mehr angezeigt hat. Das ist wahrscheinlich das Restleben, was ich hatte. Er hat mich halt mit 2000 True Damage gekrittet. Wie kann das sein? Ach, das war der Execute-Effekt, glaube ich. Von seiner Pistole. Kann das sein? Kann sein. 2K True Damage. Sacramento. Das hat geknallt. Ja, wenn Jin nicht so fett wäre, wäre das hier nicht das Problem. Und Rumble, aber an Rumble bin ich halt selber auch ein bisschen schuld. Ich meine, er war vorher schon fett, aber ich habe ihm halt das Geld gegeben. Ich habe es ihm angeboten. Aber hier wird gekämpft, Leute. Das sind doch spannende Spiele. Das sind doch Games, wo es drauf ankommt. Nicht so 20-1, alle sterben. Das will doch keiner sehen. Hier. 32-37, Underdog. Das ist, was wir sehen wollen. Guck mal, hier ein ja, potenzieller Engage. Hier könnte ich eine richtig gute Ultimate machen, vielleicht. Weil wir müssen Zack als erstes drin haben. Das ist wichtig. Der muss als erstes rein. Und dann kann man hier eine Backfire-Compilation machen. Na, da gehe ich mal nicht rein. Ich will jetzt nicht thrown. Ups. Das Text will schon sagen. Oh shit, hier ist ein Gegner. Hab ich gesehen. Was ist hier los? Okay, wir leben noch. Wie viel brauchen wir? Ich bin fast da, aber ich bin sehr low, sehr, sehr low. Ich bin sehr, 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 sehr low. Oh Gott. Ah, oh, ich weiß nicht, Alter. Nee, du schaffst das. Alter, der ist einfach full life. Okay, ich gehe mal im Teilen, Leute. Das ist das Beste, was ich machen kann. Heilen, heilen, heilen. Wie viel brauchen wir noch? 1025. Soll ich Flash verkaufen? Ja, machen wir jetzt. Wir brauchen jetzt hier Power, Leute. Sonst ist das Ding hier gleich durch. Power. Mythic Power. Ran jetzt. Können wir das machen? Ich könnte... Leute... Können wir? Zack, geh rein, dann bin ich auch drin. Ich werde dich unterstützen mit allem, was ich habe. Bautz! Wir bautzen na. Okay, das war's, glaube ich. Kommt schon, Zack, irgendwie alle. Damage! Nee, das war's, Leute. Leider war's das. Also, ich habe hart gekämpft, aber... Ich meine, 17-3 Jin ist auch ein Problemchen, ne? Ist ein Problemchen. Also... Also, da, unsere Botlane hat da schon ein bisschen sehr hart auf die Fresse bekommen. Na, er hat mich auch ein paar Mal gekillt. Ich habe 12 Tode, müssen wir ehrlich sein. Aber, ja. Ja, so ist das, Leute. Manchmal gewinnst du und manchmal gehst du dann lieber WoW spielen. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Denn ich lade natürlich auch Loses hoch.
So kennt ihr mich. Wenn das Game das hergibt, es ist nicht wichtig, dass wir gewinnen. Es ist wichtig, dass wir eine Message... Oh, wir haben noch nicht verloren. Ich hole ihn mir. Den hole ich mit. Den hole ich mit. Das ist meiner Sprung. Was? Ein Tausi. Guck mal, vielleicht können wir noch kämpfen. Es ist noch nicht vorbei. Denn der Sieg ist erst dann bestritten, wenn der Sieg in den Händen festgehalten werden kann. So sagt man bei uns. So, ich kaufe jetzt vielleicht noch das hier. Oder mehr Lidality. Mehr Lidality wäre halt auch gelten. Ne, wir kaufen jetzt das, weil dann sind wir ein bisschen tanky. Dann haben wir nämlich jetzt Magierstance, hier Rüstung. Das ist eigentlich voll gut, die beiden Items. Oder haben die irgendwie dieselbe Passive? Nee. Und dann könnten wir, brauchen wir noch ein Item für ein bisschen Leben. Damit die Resistenzen auch worth sind. So, ja, guck mal. Problem ist, die werden natürlich jetzt Baron machen, sind aber noch ein bisschen tot. Die haben auch diese Kack-Ocean-Seele. Bäh. 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 Damasia, jetzt und für immer. Eine würde ich noch nehmen, beziehungsweise muss ich nehmen, weil sonst, wenn wir gleich alle beim Baron stehen, stehen die alle in unserer Base und das ist richtig kacke. Na, deswegen muss ich jetzt hier gucken, dass ich die noch so gut wie möglich ein bisschen wegpushe. Batz. Ah, das ist der Sammler, der geht ja auch gegen sowas, gegen Minions, cool. Cool, 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 cool. Eigentlich müsste ich noch eine farmen, oder? Aber die machen jetzt uns Baron gleich. Und ich bin fast tot, ich brauche... Ah, ja, lecker Ananas. Hier können wir Rumble schnell töten, Leute, die wollen beenden. Shit, die beenden. Okay, wir müssen beeilen, 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 beeilen. Die beenden nicht, die können nicht beenden. Ich könnte von hinten, nee, mach ich nicht. Wir brauchen, was brauchen wir noch? Schwerter, 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 Schwerter. Go, 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 go. Wir müssen jetzt sofort ran da. Ran, 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 ran. Da mache ich eine richtig geile Ultimate rein. Naja, ich weiß nicht, ob die geil ist, wahrscheinlich. Naja, sie hat auch irgendwie keinen Schaden mehr gemacht. Aber ja, Leute, wenn jeder dick ist, dann ist niemand mehr dick, sagt man auch so. Ja, passiert. Ist okay. Ich kann damit leben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch was. Das beste Team hat gewonnen. Auf Wiedersehen. Eigentlich haben sie es nicht verdient, weil sie haben sich gegenseitig geflamed. Eigentlich sollten den Gegnern ihr Punkt abgezogen werden. Aber so ist das Spiel. Wir sehen uns. Bis dann und goodbye.